Und ich irre hier gerade wieder rum. Was ist das denn? Map. So, wenn ich direkt da drunter gehe, ob ich dort von dort vielleicht reinkomme? Ich versuch's mal. So. Nee. Nee, das bringt irgendwie nichts. So, wo will ich denn dann hin? Nach dort. Und angekommen. So, jetzt wird die Schwerkraft wieder hergestellt. Frachtlieferung 782 wird geladen. Er ist an Bord. Schließen Sie sich mir an. Gemeinsam können wir dieses kollektive Bewusstsein aufhalten. Wir können diesem Albtraum ein Ende setzen. Endlich. Hoffentlich bist du auch nett. Abgabe hinzugefügt. Bla. Ich finde das blöde Secret nicht. Ich bin zum doof zum Secret finden. Aha, bitte warten. Ja. Warum bitte warten? Soll ich dann warten? Ich warte jetzt mal. Ich genehmige mir einen Schluck. Da steht bitte warten. Da steht nicht wie lang. Ich will wissen. Ich will wissen, Junge, weißt du. Hm. So kommt man da leider nicht durch. Schade. Aha. Hier drüben. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen es jetzt tun. Warte, Amelia. Wo gehst du hin? Warte. Na super. Wer war das denn jetzt? Stehen bleiben! Die Weltraumpolizei! Stehen bleiben! Sorry, Isaac. Aber damit konnte ich ihn nicht davonkommen lassen. Ich schätze, ich sollte ihm danken, dass er den Marker gefunden hat. Und wir haben es sogar ohne... Willkommen zurück. Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung. Aber meine Mutter ist reingekommen und hat mich gefragt, hast du das Weißbrot? Die Hilfe der USM Baylor geschafft. Ach ja, danke, dass du mir geholfen hast, ihn zu finden. Mein Institut hat schon so lange nach diesem Planeten gesucht. Was Kain nämlich nicht wusste, war die Verstrickung der Regierung in diese ganze Scheiße. Der ganze Planet war ein einziges Experiment. Der Marker? Dieses göttliche Relikt? Von Menschen erschaffen. Sie bauten ihn vor einigen hundert Jahren nach dem Vorbild des echten Markers. Einem richtigen Alien-Artefakt, das man auf der Erde gefunden hatte. Sie buddelten ihn aus, studierten ihn und bauten ihren eigenen Marker. Sie brachten ihn dann nach IG-7 und aktivierten ihn. Du hast die Ergebnisse ja gesehen. Der reinste Albtraum. Sie versiegelten das System und es hätte nie jemand was davon erfahren. Aber dann mischte sich die CEC ein und fing an, den Planeten zu durchlöchern. Das Experiment war noch am Leben. Kain hatte recht, was das kollektive Bewusstsein angeht. Der Marker kann es eindämmen. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Ich habe den Marker und meinetwegen kann das gesamte System zum Teufel gehen. Wissentlich oder nicht, du hast deine Sache gut gemacht, Isaac. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Oder auch nicht. Isaac, ich bin's, Nicole. Du musst mir helfen, uns helfen, sofort. Ich bin im Flugkontrollraum. Bitte, Isaac, beeil dich, bitte. Ich liebe dich. So, wir haben jetzt erfahren, dass die einzige Überlebende unserer Crew, mit Ausnahme von uns, eine verschissene blöde Bitch ist, die den Armen hier umgebracht hat. Und uns natürlich zurücklässt.
Ich verstehe nicht. Hallo? Wieso nimmt die Bitch uns nicht mal mit zumindest? Hallo, wir haben dir geholfen. Isaac hat nur seine Sache gemacht und wird jetzt liegen gelassen. Super nice. So, und jetzt, weil das noch nicht die Krönung vom Ganzen ist? Nein. Die Nicole. Die Freundin meldet sich auch mal wieder und wir gehen wieder in die falsche Richtung. Ist mir scheißegal. Da stand bitte warten. Warum stand da vorhin bitte warten? Das muss doch irgendeinen Hintergrund haben. Ich verstehe es nicht. Okay, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Also laufen wir doch mal lachend in die Arme unserer Freundin Nicole. Die ja nicht tot ist, nein. Eigentlich soll sie ja tot sein. Aber die hat ja uns schon die Tür geöffnet. Also, what the fuck, wie ging das? Und außerdem haben die Viecher doch die angegriffen. Also, hä? Ja, ich hab dich gehört. Und alle anderen haben dich auch gehört. Ende! Okay, jetzt habe ich auch mal eine neue Funktion dieser Gegner herausgefunden. Man darf nicht zu nah rangehen. Das ist auch gut, dass ich das jetzt in dem vorletzten Kapitel wohl gerade mitbekommen habe. Oder vorvorletzten, ich weiß es gerade nicht. Aber gut, das weiß ich dann jetzt auch. Hä? Ja. Was soll man dazu sagen? Doof gelaufen. So. Ich habe meiner Freundin jetzt gerade mal eine kurze SMS geschrieben, weil mit den Kopfhörern auf dem Kopf, da werde ich das ja natürlich nicht hören, wenn die hier an der Tür klingelt. Von daher soll die mir eine liebe kleine SMS schreiben, wenn die denn gerade angekommen ist. Dann werde ich diese Aufnahmesession auch beenden. Dann ist die Spezialmission zu Ende. Aber das Let's Play natürlich noch nicht. Und wir regen uns immer noch darüber auf, dass wir eine blöde Bitch in unserem Team hatten, die uns nur ausgenutzt hat. Wie krank muss man eigentlich sein? Ich meine, dieses... Oh, hallo, wir sind wieder da. Dieses Alien-Artefakt, hat das nicht schon genügend Schaden auf der Erde dann eigentlich gemacht? So, wir wissen, was da drin ist. Komm, komm, komm. Ja. Ja, komm, das reicht, das reicht. So, zack. Ist er fertig? Ich werde sehr verbunden. Aber nicht so wie vorhin. So, ja. Blub. So, jetzt ist das Teil auch wieder komplett aufgeladen. Das ist sehr schön. Ja, laut nicht. Gar nicht. Niemals zu nah ran an diese Viecher. Das war die Rache. Du. Isaac? Bist du das wirklich? Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dich jemals wiederzusehen. Gott, es tut mir so leid. So leid. Was ich getan habe, tut mir so unendlich leid. Ich hatte nie vor, dir weh zu tun. Du musst ihn jetzt zurückbringen, Isaac. Du kannst das Shuttle von hier aus fernsteuern. Mach uns wieder ganz. Mach uns wieder ganz. Nee. Bitte was? Die ist doch total blutverschmiert.
Yeah. Halbleiter Diamant. Stand. Irgendwas passiert hier noch. Warum kann ich nicht speichern? Was ist hier los? Energieknoten. Ich soll das jetzt direkt drücken. So, bevor das Teil aber gleich weg ist, ach, ich kann mich ja heilen. Das geht nur an, wenn ich da... Ich bin die Quelle, das reagiert auf mich. Aha. Okay, mal schauen. Isaac, was zum Henker soll das denn? Du machst einen Riesenfehler. Das hier ist noch nicht vorbei. Genau, du kommst nämlich zurück. Haha. Rums. Rettungskapsel gestartet. Crew Shuttle USG-09. Wiederhole, Shuttle hat Rettungskapsel abgesetzt. Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Sie kann ihrem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann es. Da kommt es. Ich programmiere das Shuttle neu, damit wir zur Kolonie runterfliegen können. Okay. Wir sind nur noch dran, Isaac. Und jetzt geh. Geh ins Shuttle. Wir treffen uns dort. So, jetzt darf ich dir den Arsch polieren, oder was? Da, 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 da. Immer noch Standby, was ist los? Ah, die Tür geht auf. So, und jetzt darf ich da rein, ja? Jetzt darf ich auch speichern. Ist das eine abgefuckte Scheiße? Okay, okay. Du. Hat ja keiner was dagegen. Ja, hast du was dagegen? Nein, gut. Gut. Keiner hat was dagegen. Nur die Kendra hat was dagegen. Aber wer interessiert sich jetzt schon für die Kendra? Wir werden die Kendra umlegen. Die wollte uns verarschen. So, und das wird die davon haben. Liebe Kendra! Wohl eher fraglich, wofür man noch das Geld braucht. So, und jetzt geht's der blöden Kendra an den Kragen. Das Secret habe ich wohl nicht gefunden, oder? Wahrscheinlich nicht. Da-dam. Da-dam, da-dam. Da-dam, 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 da-dam. Jetzt kommt's, die ist schon tot. Dam, 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 dam. Na? Dam 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 dam. Wo ist die? The fuck? Du tust das Richtige, Isaac. Wir sind jetzt zusammen. So wie es immer schon war. The fuck? Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Jetzt kann uns nichts mehr aufhören. The fuck? Alternative Lösung abgeschlossen. So, okay, das war Kapitel 11.
Fortschritt speichern. Hä? Kapitel 12. Tod im All. Okay. So, Leute, jetzt habe ich erstmal ein riesig dickes Fragezeichen über dem Kopf. Hä? Ja. Ishimura-Kolonie. Ah ja. Wo ist denn jetzt die Kendra? Hä? Wie wir bei Hammett auch gesehen haben, solange man nicht sieht, dass jemand tot ist, ist jemand nicht tot. Aber wo ist jetzt zur Hölle diese scheiß Kendra? Ah, wir sind gelandet. Na, ja, verschlossen. Nee, zugemacht. Isaac, hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Wisst ihr was? Es sieht wunderschön aus. Hier. Schaut euch diese Welt an. Okay. Warum zielen die alle dahin? Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Bild wird dieser Part beendet. Weil meine Freundin wird auch gleich kommen und da bringt es jetzt nichts. Ich habe gerade gespeichert, wenn ich jetzt gerade weiterspiele. Das ist weit weg. Stirb! Wie kann ich schießen? Okay, sie ist ein Geist. Die Schüsse gehen einfach durch sie durch. Isaac ist wahnsinnig. Bis zum nächsten Mal. Er ist wahnsinnig! Huhu!